So, okay, Leute, da sind wir wieder. Nach der kurzen Pause geht's auch direkt weiter. Jetzt kommt, wie gesagt, jetzt kommt ein Video. Da werde ich dann mal den Mund halten und na gut. Gehen wir einfach mal direkt rein. Das Video, glaube ich, war ein bisschen länger. Gut, jetzt müsste der Schlüssel hineinpassen. Genial, der Monolith bewegt sich. Der Weg ist frei, endlich. Ich bin gespannt, welches Geheimnis hinter dem Ganzen steckt. So, und dann Was geht's werde ich los. da drinnen wohl finden? Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen nervös. Na, wir werden es sehen. Ich gehe jetzt hinein. Boah, Tür geht zu. Beängstigend. Sei gegrüßt, junger Freund. Wie ich sehe, hast du deinen Geist klug genutzt. Ah! Ich wusste, du würdest es schaffen. Die Stimme. Bist du es? Ja, ich bin es, Upuhi, der letzte Hobi-Häuptling. Fürchte dich nicht. Komm näher. Vertraue nicht, wer ist böse. Aber was machst du hier? Ich verstehe nicht. Es gibt nichts zu verstehen. Höre, du weißt es nicht, aber was du suchst, ist das hier. Aber das ist... Ich weiß, was es ist. Der Mann, der ihn hierher brachte, entehrte sein Hopi-Blut, als er ihn an diesem heiligen Ort versteckte. Dir gebührt es, ihn mitzunehmen und dadurch den verdorbenen Samen aus der reinen Erde zu entfernen. Aber wem gehört er? Nicht ich soll darauf antworten, sondern jener, der sein Volk entehrte, indem er ihn hierher brachte. Diese Person ist tot. Und? Was und? Man kann keinen Toten befragen. Ich versichere dir, man kann es doch. Aber wie? Du musst den Weg finden. Ich weiß, es wird dir gelingen. Jetzt musst du gehen. Aber lass den Schlüssel hier. Dieser heilige Ort darf nicht wieder entweiht werden. Gern, das verstehe ich. Hier ist er. Danke. Ich danke dir, Häuptling Wubuchim. Werden wir uns wiedersehen? Eines Tages, mein junger Freund. Auf Wiedersehen. Okiwaks Licht erleuchte deinen Weg. Das wünsche ich dir auch, Wubuchim. Auf Wiedersehen. Aber die Höhle, die ist total offen. Können die sie so staubfrei halten, der Eingang? Also. Unglaublich. Naja. Ich dachte, ich würde ein Geheimnis aufdecken. Aber weit gefehlt. Stattdessen finde ich ein noch größeres. Haben wir das halbe Land durchquert, um ein Glas mit einem Finger zu bergen? Das ist ohne Zweifel ein menschlicher Finger. In Formalin aufbewahrt. Konserviert für die Ewigkeit. Aber wem gehört dieser Finger? Er muss ungemein wichtig sein, wenn Menschen bereit sind, dafür zu töten. Und dann habe ich auch noch Wubuchim getroffen. Es ist besser, wenn man nicht darüber nachdenkt. Das Ganze ist der reine Wahnsinn. Ich werde mir später überlegen, was wir tun sollen. Das Wichtigste ist jetzt, Gina irgendwo hinzubringen, wo ihr Bein verarztet wird. Jo, ja, da sind wir auch wieder. Und puh, keine Ahnung. Schauen wir mal. Okay. Jetzt gehen wir mal weiter so vor wie diesen. Den haben wir. Nein, ich reiße keine Zweige zum Spaß ab. Pff, Naturfreund ist er auch noch. Okay. Ja, für was Sodom hatten wir ja letztes Mal schon genug. Also über die Innenarchitektur, wie gesagt, kann man sich streiten von der Höhle. Ich finde sie halt sehr farblich. Naja, aber was soll's. So, gucken wir mal hier. Hier hängt ein Seil, das können wir auch. Ja. Ach, da gucken wir erstmal hier unten. Na, gehen wir da rein, da. Brunnen. Eine Leiter. Sie führt in die Tiefe. Nein, ich traue den Sprossen nicht. Da draußen aber auch niemanden. Statue. Aus der Nähe ist die Statue noch beeindruckender. Dieses Gesicht ist wirklich einschüchternd. Ich kann mir gut vorstellen, wie sich die ersten Bergarbeiter von Douglasville gefühlt haben, als sie die vorfanden. Ich kann Gina nicht allein lassen. Doch, kannst du, tust aber nicht. Das ist eine indianische Streitaxt. Ein Tomahawk. Ja. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Toller Spruch. Nanu?
Das ist ja gar kein einfacher Tomahawk. Man kann ihn auch als Pfeife benutzen. Ja, toll. Haben wir jetzt eine Pfeife und eine Axt. Was machen wir damit? Hier, das. Mal eine gute Idee. Wenn ich den Balken in zwei handliche Teile spalte, kann ich Ginas Bein damit schienen. Ha, ich hätte doch Arzt werden sollen. Was brauchen wir noch? Und für eine Schiene brauchen wir noch ein bisschen Seil. Hier hängt ein Seil, kommen wir leider nicht ran, deswegen... Zuerst brauchen wir ein bisschen mehr Seil als hier Körpergröße, das muss dann mehrmals umgewickelt werden. Also gehen wir außenrum. Also. Los, erklimmen wir die höchsten Berge. Juhu, weiter. Weiter! Na, rein da! Mach deine Rundreise! Jo! Super, machst du den Rest noch automatisch? Nee, rein da! Jo! Jut! Da haben wir es ja auch schon! Jetzt kommen wir hier wieder mit unserem neuen Universalwerkzeug. Den letzten Mal hast du Brechstange. Von hier aus kann ich das Seil weiter oben abschneiden. Dann wird das Stück lang genug, um Ginas Bein zu schienen. Also los. Ich versuche es so lang wie möglich abzuschneiden. Gib dein Bestes, Junge. Gib. Geschafft. Juhu. Und jetzt geht er auch runter und sammelt es automatisch ein. War ich echt überrascht, dass er so viel Arbeit und so viel Selbstinitiative zeigt, der Junge. Die ganze Zeit ist er wie ein Träger Klotzen. Auf einmal fängt er an mit Selbstinitiative, wo man es nicht braucht. Wahrscheinlich auch nur, um Video zu reinzuarbeiten. Das hebe ich doch gleich auf. Dieses Stück wird die richtige Länge haben, um Ginas Bein zu schienen. So, und dann hier das gleich mal mit ihrem Bein verbinden und das, glaube ich, war auch schon das Kapitel. Einverstanden. Ich glaube, ich kann ihr Bein mit den Holzbrettern und dem Seil schienen. Ich probiere es mal. Gina, halt jetzt schön still. Ich werde dir das Bein schienen. Zieh so fest du kannst. Oh. Aua! Gut, ich glaube, damit wird es gehen. Gina, es ist Zeit aufzubrechen. Wir müssen durch das Bergwerk auf die andere Seite. Aber mach dir keine Sorgen. Ich werde dir helfen. Und... Ja? Aber was ist im Heiligtum passiert? Bist du hineingekommen? Ja, ich war drinnen und... Was hast du dort drin gefunden? Sag's mir! Sieh mal, es ist alles sehr verwirrend. Das kann man wohl sagen. Ich erzähle es dir unterwegs. Aber... Jetzt lass gut sein. Wir haben einen anstrengenden Weg durch das Bergwerk vor uns. Wir werden uns oft ausruhen müssen. Dabei werden wir genug Zeit haben und ich kann dir alles erzählen. Alles klar? Dann gehen wir. Ich glaube, ich kenne jemanden, der dein Bein verarzten kann. Versuchen wir es. Lehn dich an mich. Oskar, meine Freundin Gina hat sich schwer am Bein verletzt. Mama Dorita kann sie doch heilen, oder? Selbstverständlich. Kommt herein. Tatsächlich. Gina war noch am Leben. Es war fantastisch, sie wiederzusehen, nachdem ich sie schon verloren geglaubt hatte. Was das Mysterium, das wir zu lösen versuchten, angeht, waren wir fast noch schlechter dran als am Anfang. Wir hatten nichts als einen menschlichen Finger in Formalin. Ein fast noch größeres Geheimnis als das Kruzifix selbst. Zum Glück konnte ich diesmal auf Mama Doritas Unterstützung zählen. Und sie schaffte es nicht nur, Ginas Bein zu heilen. Während der Umschlag, den ich um ihr Bein gewickelt habe, einwirkt, sollte sie liegen bleiben. Dann ist bald alles wieder wie neu. Währenddessen sollte deine Freundin hier bleiben. Danke, Mama Dorita. Das ist sehr nett von Ihnen. Nicht der Rede wert. Brian, sagtest du, oder? Ja, Brian. Brian Basco. Oder sehr Bibi gut, für seine Freunde. Etwas sagt mir, dass auch du meine Hilfe brauchst. Was kann ich für dich tun? Übrigens brauchst du mich nicht zu siezen. Wissen Sie... Das heißt, weißt du... Jo, mit was fangen wir denn an? Wollen wir erstmal nach dem Toten sprechen? Wollen wir erstmal fragen, wie wir nach dem Toten sprechen können? China sehen, das machen wir später, glaube ich. Fragen wir erstmal nach Oskar. Wie kam es dazu, dass Oskar für dich arbeitet? Über Oskars früheres Leben darf ich dir nichts erzählen. Es geht nur ihn etwas an. Und nur er darf dir, wenn er es möchte, davon erzählen. Ich kann dir nur so viel sagen. Als ich ihn kennenlernte, war er ein Mann ohne Lebensziel.
Er wusste nichts mit seinem Leben anzufangen. Ich tat, was ich konnte, um ihm zu helfen, weil ich die Reinheit der Seele dieses Riesen erkannte. Deswegen ist er sehr dankbar und besteht nun darauf, bei mir zu bleiben. Ich habe ihm wiederholt gesagt, dass er mich vergessen soll und sein Leben weiterführen muss. Aber er meint, seine Lebensaufgabe sei jetzt, bei mir zu bleiben und mir zu dienen, so gut er kann.